Warum Queenie Goldstein auf Grindelwalds Seite gewechselt ist. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir gemeinsam der Frage auf den Grund gehen, warum die Figur Queenie Goldstein in der fantastischen Tierwesenreihe auf die Seite des dunklen Zauberers Gellert Grindelwald gewechselt ist. Es gibt nämlich einige Faktoren, die dazu beigetragen haben, und genau diese werden wir uns heute angucken und besprechen. Beginnen wir mit dem Faktor Nummer 1. In der fantastischen Tierwesenreihe wird Queenie Goldstein als eine Legilimentikerin eingeführt, eine besondere Fähigkeit, mit der sie in der Lage ist, die Gedanken anderer Menschen zu lesen und sogar zu verstehen. Diese Fähigkeit kann ihr ein tiefes Verständnis für die Gedanken und Gefühle anderer vermitteln. Es wird stark vermutet, dass dies zu ihrer Entscheidung beigetragen haben könnte, auf die Seite von Gellert Grindelwald zu wechseln. In einem Moment der Verwirrung oder der Unsicherheit könnte sie Grindelwalds Gedanken gelesen und seine Überzeugungen und Absichten erfahren haben, was sie dazu veranlasste, ihm zu folgen. Grindelwald war ein sehr überzeugender Mann und hatte eine Persönlichkeit, die viele Leute in ihren Bann gezogen hat. Das kann man sehr gut bei seinen Gefolgsleuten beobachten, die auf seiner Seite standen. Sie waren loyal und kämpften ohne Zweifel für seine Sache. Dies ging alles von ihm und seiner starken Überzeugung für die eine Sache aus, und Queenie könnte einen schwachen Moment gehabt haben und in diesem Klarheit für sich erlangt haben. Kommen wir zum Faktor Nummer 2. Ein weiterer Faktor, der zu Queenies Entscheidung beigetragen haben könnte, ist ihre Position als Außenseiterin in der Zaubererwelt. Als amerikanische Hexe, die Legitimentikerin war und sich immer etwas einsam dadurch fühlte, könnte sie sich ausgeschlossen gefühlt haben. Ihre Fähigkeit, die Gedanken anderer Menschen zu lesen, könnte sie aber trotzdem in ihrer Einsamkeit bestärkt haben und ihr das Gefühl gegeben haben, dass sie von Grindelwald akzeptiert und verstanden wird. Grindelwald war nämlich ein Verfechter der Bestärkung ihrer Kräfte und nicht komisch zu ihr. Er gab ihr das Gefühl, verstanden zu werden und etwas Besonderes zu sein. Dies holte sie etwas aus ihrer Einsamkeit heraus und könnte damit ein weiterer Grund für den Wechsel auf seine Seite darstellen. Kommen wir nun zum Faktor Nummer 3. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Queenies Beziehung zu dem Nomad, also dem Muggel Jacob Kowalski, ein Faktor sein könnte. Die Gesetze gegen die Ehe zwischen Zauberern und Nomads machen ihre Beziehung schwierig, und Grindelwalds Versprechen, eine Welt zu schaffen, in der solche Gesetze nicht existieren, könnte für Queenie sehr verlockend sein. In ihrer Verzweiflung könnte sie bereit gewesen sein, die Ideale von Grindelwald zu akzeptieren, um ihre eigene Beziehung zu retten. Es gibt außerdem noch eine Theorie, dass Queenie schwanger war und nur ihr Kind beschützen wollte. Queenie sah in Grindelwald also nicht unbedingt einen Helden, sie sah in ihm nur eine Möglichkeit, sich selbst, Jacob und ihr ungeborenes Kind zu retten. Kommen wir nun zum Faktor 4. Queenies Persönlichkeit wird als sehr emotional und impulsiv beschrieben. Sie handelt oft aus dem Herzen und nicht aus dem Verstand heraus, was dazu führen kann, dass sie unbedachte Entscheidungen trifft. In einer Situation, in der sie sich unverstanden und alleine fühlt, könnte sie sich von Grindelwalds Überzeugungen und Versprechungen mitreißen lassen, ohne die Konsequenzen ihrer Handlungen zu bedenken oder zu verstehen. Insgesamt gibt es also einige Gründe dafür, warum Queenie auf Grindelwalds Seite gewechselt ist. Grindelwalds Fähigkeit, Queenies Gedanken zu lesen, ihre Fähigkeit, seine Gedanken zu lesen, seine Vision der Welt ohne Gesetze zu verstehen und die Ehe zwischen Zauberern und Nomads zu erlauben, oder komplizierte Beziehungen zwischen Jacob und Queenie oder ihren Freunden. Darüber hinaus könnte auch Queenies Persönlichkeit dazu beigetragen haben oder ihre vermeintliche Schwangerschaft. Ich hoffe, dass dir dieses Video dabei geholfen hat, Queenies Entscheidung etwas besser zu verstehen und einen tieferen Einblick in die Charakterentwicklung in den fantastischen Tierwesenfilmen zu gewinnen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Entscheidung, auf welche Seite man sich schlägt, in der Zaubererwelt wie auch in unserer realen Welt komplex sein kann und von vielen Faktoren beeinflusst wird. Wir sollten uns aber stets bemühen, unsere Entscheidungen sorgfältig zu treffen und die Konsequenzen unserer Handlungen zu verstehen. Wie findest du Queenies Entscheidung, sich auf Grindelwalds Seite zu stellen? Gerechtfertigt oder eher nicht? Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.